Hey Leute, was geht ab? Hier ist wieder Dave Eden. Heute zusammen mit Pascal Elnehmer und wir haben ein neues Home Full Body Workout für euch. Wir starten heute mit einem kleinen Warm-up natürlich wieder. Jede Übung ungefähr 20 bis 30 Sekunden. Wenn ihr ohne eine Pause die Übung hintereinander machen könnt, macht das. Ansonsten gönnt euch maximal 10 Sekunden Pause. Okay, Pascal, du startest mit einem Workout, um die Rumpfmuskulatur, Schultern etc. alles warm zu bekommen. Ein Workout, kommst dann locker wieder zurück. Starte mal durch. Jawohl. Achtet hierbei drauf, wie gesagt, nicht zu tief mit dem Becken kippen. Alright, ihr wollt nicht ins Hohlkreuz. Eine schöne gerade Linie, Bauch und Gesäß anspannen, locker wieder zurück. Wenn ihr wollt, könnt ihr auch einmal stretchen, genau. Und dann macht ihr diese Übung so knapp 20 bis 30 Sekunden. Die Übung ist nicht so anstrengend, das heißt, ich empfehle schon 30 Sekunden. Alright, wir dehnen auch ein bisschen die Beinrückseite beim Runtergehen. Und wie gesagt, das ist eigentlich eine Ganzkörper-Warm-Up-Übung. Einfach hammergeil, um warm zu werden. Alright, sehr gut. Noch eine Wiederholung, Pascal, bitte. Und perfekt. Alright, sehr schön. Okay, die nächste Übung ist ein Up-and-Down-Plank, okay? Pascal startet dort in der Liegestützposition. Alright, und von dort geht er in den Low Plank, wieder hoch in den Full Plank. Das Ganze könnt ihr zu Hause auch machen. Natürlich wieder 20 bis 30 Sekunden. Pascal, let's go. Alright, aus der Liegestützposition, genau, runter in den Low Plank und wieder hoch in den Full Plank. Sehr schön. Auch hier wieder Gesäß, Bauch angespannt lassen, eine schöne gerade Linie. Genau, und dann drückt euch jedes Mal ein bisschen hoch. Wir haben nochmal die Oberkörpermuskulatur auf. Bauchmuskulatur, Gesäßmuskulatur, alles hier wieder mit dabei. Okay, knapp 10 Sekunden noch, Pascal. Sehr gut. Und 4, 3, 2, 1 und great. Sehr schön, mein Lieber. Okay, die letzte Übung ist ein Plank Jack. Für diese Übung geht Pascal gleich in die Full Plank Position. Okay, und von dort macht er halt Scherensprünge mit den Beinen. Also quasi ein Hampelmann aus der Plank-Position. Alright, ganz, ganz easy. Haben hier wieder auch Schultermuskulatur mit dabei, Bauchmuskulatur mit dabei und natürlich wieder die Beine und die Sehs und haben dann ein einheitliches Warm-up. Okay, Pascal, dann einmal in die Liegestützposition und Zeit geht los. Perfekt. Genau. Hier auch wieder darauf achten, lieber Genauigkeit vor Geschwindigkeit. Das heißt, darauf achten, dass der Po fest ist, Bauch fest ist. Wir kippen nicht mit dem Becken nach unten und haben eine schöne gerade Linie beziehungsweise den Po bevorzugt etwas höher. Und 2, 1 und perfekt. Hammermäßig. Okay, das war unser Warm-up. Ihr könnt davon 2 bis 3 Runden machen, damit ihr richtig warm seid. Nach den 2 bis 3 Runden ohne großen Schnickschnack, ohne große Pause, dann direkt ins Workout. Unsere erste Übung ist eine kombinierte Übung. Ja, jeder von euch kennt einen Superman und jeder von euch kennt einen Mountain Climber. Heute fügen wir diese beiden Übungen zusammen. Das heißt, die Übung nennt sich Superman to Mountain Climber. Pascal wird gleich auf dem Bauch liegen, in den Superman gehen und von dort direkt 4 Mountain Climber. Das Ganze macht ihr wieder 30 Sekunden. Okay, 30, 40, 60 Sekunden ist immer euch überlassen. Okay, wir starten mit dem Workout in 3, 2, 1, los geht's. Jawohl, heftig, super. Genau, sehr gut. Komm mal. 1, Superman und Mountain Climber. 1, 2, 3, 4, super. Und wieder. Hoch, schön, sehr gut. Okay, die Muskulatur, die wir hier haben, wir haben einmal die Gesäßmuskulatur, die wir mit anspannen müssen. Ja? Wir haben beim Superman natürlich den oberen Rücken, die Schultern. Und Mountain Climber klassisch, Beine und die Bauchmuskeln. Super, Pascal. Komm mal, 10 Sekunden noch. Gleich geschafft. Jawohl, super. Gut. Noch 5. Komm mal, komm mal. 1, 2 Wiederholungen noch. Noch die letzte Superman, Mountain Climber meine ich. Und perfekt. Die nächste Übung ist eine Squat-Variante, also eine Kniebeuge-Variante. Bei der Übung wird Pascal gleich in den Squat gehen und unten die Position halten. Auf mein Kommando hält er und auf mein Kommando macht er so wippende, pulsierende Bewegungen. Alright, Pascal, wir starten wieder durch. 30 Sekunden auf 3, 2, 1, gut. Jawohl, Hände kannst du ruhig ein bisschen weiter runternehmen. Genau, Bauch einziehen, genau. Halten und jetzt wippende Bewegungen.
Dann zwei Schritte in die Bewegung. Genau, schön tief bleiben. Die Übung geht krass auf den Oberschenkel, Beinrückseite und die Gesäßmuskulatur. Und wieder halten. Genau, tief halten. Okay, die letzten 5 Sekunden wippen wir nochmal. In 5, 2, 1 und los geht's. Jawohl. Und geschafft. Sehr gut. Die nächste Übung ist ein Shoulder Tap to Leg Raise. Alright, bedeutet, Pascal geht gleich in eine Full Plank Position, Liegestützposition und wird dann mit der rechten Hand an die linke Schulter tippen, mit der linken Hand an die rechte Schulter tippen und danach die Beine im Wechsel anheben. Ganz, ganz wichtig, hier kommt es auf Spannung an. Ich möchte nicht, dass er oder ihr schnell tippt, sondern dass ihr kontrolliert die Bewegung ausführt. Die Beine sind circa hüftbreit auseinander, damit ihr einen guten Stand habt. Okay, let's go. Genau, schön kontrolliert, tap, genau, tap. Genau, achtet hierbei auf eure Hüfte beim Tappen vor allem. Ne? Ihr wollt nicht komplett hier aufdrehen, sondern ihr wollt schön Spannung aus der Körpermitte aufbauen. Jawohl, sehr gut. Genau, zum Tippen wieder nicht vergessen, die Beine hüftbreit immer auseinander, damit ihr einen guten Stand habt. Die letzten 5. 4, 3, 2, 1 und gut. Nächste Übung sind Jumping Lunges. Aus der Ausfallschrittposition werdet ihr oder wird Pascal gleich die Beinposition beim Hochspringen verändern. Achtet bei dieser Übung darauf, dass ihr möglichst weich landet, dass ihr kontrolliert landet. Ja, wenn ihr merkt, ihr wackelt ein bisschen, wartet, bis ihr sicher steht. Spannt die Bauchmuskulatur an, spannt die Po-Muskulatur an. Alright, Passi, wir starten in 2, 1, los geht's. Jawohl. Gut so. Jawohl. Noch 10. Gut. 4, 3, 2, 1. Gut. Nächste Übung sind Bicycle Crunches für die Bauchmuskulatur. Ganz, ganz simple Übung. Kennt ihr. Pascal, bitte einmal in Rückenlage und dann 30 Sekunden mit dem rechten Ellenbogen zum linken Knie, mit dem linken Ellenbogen zum rechten Knie. Pascal zeigt euch einmal, wie das geht. 2, 1 und los geht's. Jeder sein Tempo. Gut. Und geschafft. Sehr gut. Nächste Übung ist ein Renegade Row. Alright. Für diese Übung geht Pascal gleich in die Liegestützposition und wird dann eng abwechselnd mit den Armen an den Rippen vorbei rudern. Ne, ganz, ganz viel Stabi hier wieder mit dabei und Oberkörpermuskulatur oder oberen Rückenmuskulatur. Okay, Pascal, einmal runter. Beine hüftbreit auseinander. Genau, Körpermitte ist fest. Und kann losgehen. Jawohl, schön eng an den Rippen vorbei. Alright, kontrollierte Bewegungsausführung. Ihr wollt wieder wenig aus den Hüften wackeln. Möglichst eine Linie, die Hüfte nicht komplett aufdrehen. Sehr gut. Knapp 10 Sekunden noch. 3, 2, 1 und gut. Alright, nächste Übung sind Plank Knee to Elbow Crunches. Okay, Pascal wird dafür gleich in den Low Plank gehen, also in den Unterarmstütz. Und dann führt er abwechselnd jeweils immer ein Knie zum jeweiligen Ellenbogen und umgekehrt. Alright, wieder ganz, ganz viel Spannung. Ihr seht, wir haben heute sehr, sehr viel für die Core-Muskulatur. Summer Body is calling. Okay, einmal runter, mein Lieber. Genau. Und los geht's. Genau. Jawohl. Kontrollierte Bewegung. Versucht, so nah wie möglich mit dem Knie an die Ellenbogen zu kommen. Sehr gut. 10 Sekunden noch. Macht er richtig gut. Gesäß ist oben. Kippt nicht mit der Hüfte nach unten. Sieht richtig gut aus. 2, 1 und gut. Sehr schön.
Letzte Übung auf dem Plan, bevor wir noch eine kleine Challenge haben, sind halbe Burpees. Was bedeutet das? Pascal macht gleich ein Burpee, aber ohne die Liegestütze. Okay, er geht in die Liegestützposition, springt mit dem Bein zurück, vor und dann geht es wieder hoch. Achtet bei der Übung wirklich drauf, dass ihr fest im Bauch und Gesäß seid. Alright, viele neigen dazu, ins Hohlkreuz zu gehen und das wollen wir unbedingt bei dieser Übung vermeiden. Das heißt, bevor wir jetzt 100 Wiederholungen machen, machen wir lieber 50, aber 50 saubere, moderate. Pascal, wir starten in 3, 2, 1 und los geht's. Gut. Jawohl. Gut. Jawohl. Jawohl. Hände zuerst absetzen. Genau. Und dann geht's hoch. Hände absetzen. Gut so. Beim Zurückspringen ganz, ganz wichtig, Bauch fest und Po fest. Ja, damit das Becken nicht automatisch nach unten geht. Gut so. Hammer Tempo. Komm, 10 Sekunden noch. Super, 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 super. Come on, come on, come on, come on. Let's go. 4. Einer noch, 2, 1, gut. Hammer, richtig geile Übung, richtig geil durchgezogen. Okay, nach dem Workout starten wir nochmal mit einer kleinen Challenge. Danach ist Schluss mit dem Training für heute, Push-Up-Challenge. Okay, ihr sucht euch zu Hause aus, ob ihr mit 10, 9, 8 oder 7 Liegestützen startet. Je nachdem, wo ihr startet, wird es jedes Mal eine Liegestütze weniger. Das heißt, wir gehen die Pyramide einmal runter. Ab 3 Liegestütze halten wir jeweils, aber das alles erkläre ich euch im Training. Pascal ist richtig hart und startet heute mit 10 und wir hoffen, dass er das durchhält. Okay, 10 Liegestütze, mein Lieber. Let's go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sehr gut. Einmal hochkommen, Pause, strecken, 9 Liegestütze. Let's go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sehr gut. Ganz gemütlich strecken, erholen, langsam wieder runter. 8 Liegestütze. Let's go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sehr gut. Sehr schön. Einmal strecken. Gut. Ihr dürft gerne die Handposition verändern. Alright. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Letzter. Gut so. Und einmal runter. Und sechster. Let's go. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sehr gut. Gut so. Strecken. Lasst ruhig ein bisschen mehr Zeit in der Erholung. Und jetzt langsam wieder runter. Und 5. Und let's go. 1, 2, 3, 4, 5. Sehr gut. Hammermäßig. Einmal lockern. Jetzt geht's langsam in den Endspurt. Und 4. Let's go. 1, 2, 3, 4. Sehr gut. Okay. Ab jetzt wird für 3 Sekunden unten gehalten. Okay. Ich gebe vor. Ein Liegestütz. Und let's go. 3, 2, 1. Und hoch. Und Nummer 2. 3, 2, 1. Hoch. Und Nummer 3. 3, 2, 1. Hoch. Hammermäßig. So, gleich geschafft. Jetzt hält er für 5 Sekunden. 2 Liegestütze. Okay. Langsam runter. Er pumpt schon, aber das packt er. Let's go, come on. 1, 2, 3. Und hoch. Und letzter, come on. 3, 4 und hoch. Hammer! Super! Okay, einmal strecken, lockern. Letzter Liegestütz. Ein Liegestütz, 10 Sekunden unten halten. Und dann geht's hoch. Okay, let's go. Und 3, 2. Und halten, halten, halten. 4, 3, 2, 1, hoch, Maschine. Sehr schön. Hammer Challenge. Das war's für heute mit dem Workout. Danke dir, Pascal. Danke dir, Dave. Hat super viel Spaß gemacht. Full Body Home Workout. Probiert es aus. Lasst ein paar Kommentare da. Gebt ein bisschen Feedback, wie es euch gefallen hat oder wie es für euch selber persönlich ist. Und ansonsten gebt Gas, habt einen schönen Tag und bis demnächst.